Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Okay, Google, spiele ein Lied ab, das lehrreich ist über feuchte Zweige. Spiele ein lehrreiches Lied über feuchte Zweige von YouTube ab. Feuchte Zweige, sie sind in Weiweis Tasche drin und sind immer feucht. Und Weiwei fängt den Fisch mit seinem feuchten Zweig. Und er schiebt ihn natürlich nicht vorne, sondern hinten rein, denn das ist Tradition. Alter, Weiwei, der hat voll die Techniken drauf. Guck dir das mal an. Er küsst ihn erst, hast du gesehen? Ja, er hat ihm so ein Barschbussi gegeben. Ein Barschbussi. Guck mal, der zappelt ja noch und alles, der ist ja noch am Leben. Der Bussi-Barsch. Der Bussi-Barsch. Weiwei, er fängt sich seinen Bussi-Barsch, legt seine zarten Lippen auf den Bussi-Arsch. Ja, da hinten läuft eine Frau, ne? Und die ist, glaube ich, hot. Ja, Alter. Die ist hot. Die ist hot. Ey, guck mal, ich meine, sie hat drittes Bein, dritten Arm. Aber ich würde sagen... Das ist ein Vorteil. Ich finde, das ist ein Vorteil. Ich würde sagen, also würde ich jetzt in so einer Welt leben zwischen Jugendlichen, die sagen hier Smash or Trash oder gibt's ja so komische Sachen, habe ich neulich in ja, das sind so die Formate, die du auch sehr gerne guckst. Was so, ja klar, was so Kinder im hier so Neunjährige im Bus diskutieren halt, wenn sie glauben, es hört keinen dazu und wenn sie ihre... Alter, was ist das für ein Geräusch gewesen? Das ist die fäppende Forelle. Die fäppende Forelle, Alter. Hui. Und wenn die aufpoppen, die Dinger. In eurem Leben. Ey, sollen wir die grillen oder was? Also, die Kinder diskutieren gerade sehr wild darüber, wen sie nehmen würden. Die Ballerina-Bots aus Atomic Heart oder Dreibein aus The Forest? Das ist im Moment der Trend. Das ist im Moment, das bewegt die Jugend. Das ist im Moment das, was die Jugend bewegt. So, ich grill jetzt. Ich hau dir schön. Ich meine, okay, drittes Bein, weiß ich nicht. Was da jetzt, was ist der Vorteil an dem dritten Bein für, als Partner? Jetzt sie, ja, also für eine Menge. Hä, wie kannst du den Fisch denn ins Feuer legen? Einfach so. Nee, du gehst einfach ans Feuer, drückst E. Dann hat er so ein Inventar, nein! Dann kannst du es reinfloppen. Na, du haust dem Fisch erstmal den Kopf runter und... Alter, du bist ja auch ein Asiate, ne? Du spielst gerade einen Asiaten. Also du hast dir japanisch deinen Fisch gerade verschlungen. Ich hab den roh gegessen, du Sushi. Du hast ihn voll reingeballert. Wie geht das? Du gehst einfach an das Feuer, E, und dann kannst du einfach so reinflaxen. Nee. Klar. Oh, meine sind schon durch. Einmal kurz E oder lange E? Nein, gedrückt halten, gedrückt halten. E gedrückt halten. Ah. Dann kannst du einfach so reinpfeffern, die Dinger. Ui, okay. Ja, oh, Dreibein, sie nähert sich. Warte mal, ich brauche eine Friedensforelle. Forelle steht für Liebe. Kann ich die anfüttern, indem ich ihr vielleicht eine Forelle vor die Füße lege? Guck mal, sie tanzt für mich. Oh yeah, ich reichte ihr den Friedensfisch. Sie setzte sich zu mir. Und roch an meinem Gesicht und es roch nach Forelle, denn jetzt sie rennt saß sie weg. Vorher drauf. Jetzt rennt oh sie Mann, weg. Mein und die Lieblings- ist richtig Song. Schnell. Woran sehe ich, wann die Forelle gar ist? Ah, jetzt. Ja, wenn sie irgendwann so ein bisschen cross aussieht. Die muss cross aussehen. Ja, die sah cross aus. Hä? Die raschelt's doch schon wieder. Wäre es nicht gut, wenn wir endlich mal die Hütte fertig machen würden? Ich wollte gerade sagen. Es wäre doch irgendwie smooth. Sehr smooth. Aber du musst ganz kurz übernehmen. Ja, ich habe gehört, da hat's geklingelt, der Hund ist aufgestanden. Das ist und bis Kies jetzt auf seinem E-Scooter durch die Lobby gefahren ist, bis zur Pforte. Weil, wie jeder weiß, sein Bursche ist nämlich krank. Sein Bursche hat nämlich Probleme. Er hat sich beim Squash den Greidel gerissen. Wer in Bayern wohnt, der weiß, wo der Greidel ist. Na. Und um sich das zu merken, da gibt es hier in Bayern gibt's ein tolles Sprichwort. Das heißt nämlich, zwischen Orsch und Beidel ist der Greidel. Ja? Und jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt habt ihr wieder was gelernt. Wenn ihr nach Bayern kommt, könnt ihr sagen, Leute, ich kann auch schon Fremdsprachen. Ich habe das gelernt. Ich weiß, wie das geht. Aber stellt mal vor, ich sage jetzt die übelsten Sachen. Und Kies kriegt dann natürlich wieder gelbe Videos und ich nicht. Alter, er steht da mit Weiwei rum und diskutiert, während ich hier arbeite. Weißt du, das ist das Leben. So sieht's nämlich aus. Über die kompletten Jahre hinweg. Einer,
Einer macht die Arbeit. Alter, ich werde hier angemeckert von irgendwer. Geh weg! Ich schlag dich. Ich. Ja, was hast du jetzt davon? So. Leg dich nicht mit Leuten an. Das ist immer dieses Ding, ne? Du weißt nie, wer da gerade auf dich wartet. Aber der hat hier doch aufgeräumt heimlich oder so. Der hat doch hier gespielt. Oh, und dem fackelt voll der Bart. Aber der hatte keinen Bart. Ja, gut. Brutal, Alter. Brutal. Wie, was? Ey, weißt du, du wartest, wirklich, du wartest den ganzen Tag, ne? Du kennst es. Du wartest den ganzen Tag. Ja? Sobald du eine Minute in der Aufnahme bist, gefühlt, ne? Kommt der Typ. Vor allen Dingen auch, wie spät es ist, ne? So, es ist ultra spät. Das war sicherlich hier so ein Telekom-Typ, der angekündigt war zwischen 8 und 19 Uhr. Nee, es war schon ein Amazon-Paket, aber die haben sich halt ultra viel Zeit gelassen. Und mittlerweile brauchst du auch bei diesen Amazon-Paketen immer einen Code. Ja, aber boah, aber die müssen auch knechten, Alter, das ist nicht mehr normal. Was die, die machen. Die hasseln, die hasseln, die ballern die Boys. Ne, das ist echt, manche Leute beschweren sich so, komm voll spät. Sei doch froh, dass du auch wenigstens zu Hause warst so. Sonst beschweren sie sich, ja, ich war gerade auf der Arbeit. Ja, ich hab zu dem gesagt, yo, leg's einfach unten rein. Und er so, ja, aber ich brauche Code. Und ich so, wie, sie brauchen Code? Ich hab da gerade Augenblick, auf 7 Minuten. In 7 Minuten ist eine frische Ladung fertig, Kumpel. Ja, du musst jetzt immer mittlerweile so einen Code durchgeben. Ich hab vorhin 1 Kilo von dieser Fertiglasagne gegessen. Aber was sagst du, du kennst sie auch, ne? Die kennt jeder, Alter. Diese 4 Euro oder 3 Euro. Diese, wo in so eine Alufolie drin ist. Ja, genau. Sagst du yay oder nay? Nee, die ist schon geil. Die ist geil irgendwie, die ist geil, ne? Die ballert richtig rein. Ich weiß nicht, die ist für mich, ich habe letztens gesagt, die ist so irgendwie für mich auch so, es ist wie nach dem Saufen. Und du kannst auch als erwachsener Mann. Und die macht auch einen sehr milden Durchfall, muss ich sagen. Ja, einen flutschigen, so. Es ist noch kein richtiger Flüssiger. Ja, aber es ist so dieses Mittelding, so du musst dich auch jetzt nicht quälen und dir irgendwie eine Ader in der Stirn platzen lassen beim Drücken, ne? Da Alter, sterben viele auf dem Klo. Das stimmt, ja. Aneurysma. Ey, der haut da Fisch raus, der Boy, ne? Also der macht den See tot. Der macht den See tot, wenn ich das mal so sagen darf. Der Weiwei liebt den Fisch. Der Fisch liebte ihn. Ey, guck mal, der holt und holt. Wir hätten echt eine große Hütte bauen sollen. Die ist klein, ne? Die ist kuschelig. Warte mal, ich gebe ihr mal den Befehl, beseitige alles im Umkreis von 10 Metern. So, nein, der alles macht doch nieder. Die Hütte kaputt. Nee, oder? Der soll alles töten. Ey, guck mal da, unsere Freundin wird angegriffen vom Buschmann. Oh nee, das ist gar nicht gut. Wir müssen sie beschützen. Ich will auf jeden Fall eine Beziehung zu ihr aufbauen. Ey, weg! Von meiner Freundin. Hat sie sich in unsere Hütte jetzt versteckt? Das wär cool. Nee, die ist weggerannt. Egal, er macht jetzt hier alles kaputt. Er ist jetzt unser Bodyguard. Bye bye, schnapp ihn dir. Mach tot, bye bye. Mach tot. So, ich glaube, es war sogar eine Frau. Schmeißen wir die alle in den Fluss rein? Ist das jetzt hier irgendwie der neue Clou? Weil wir in den Fluss reinwerfen. Ist jetzt fertig? Guck mal, bye bye. Ja. Ist aber schon ziemlich eng, ne? Also ist schon eine teite Hütte. Das ist eine teite Hütte. Ey, guck mal, wenn ich hier meinen Teppich ausfahre, ne? Dann bin ich irgendwie ich teleportiere mich quasi aus der Hütte, weil der Teppich zu groß ist. Weil da kann man, ein kleines Bett kann man reinstellen. Ein kleines Schmusebett. So, hier. Hast du Stöcke? Aber hier sind wir auch sicher vor den Gegnern. Denke ich mal, oder? Kommen die hier rein? Also ich würd, am Ende kommen die irgendwie überall rein, oder nicht? Ich würde ein Bett bauen und vielleicht auch noch irgendwie ein Kronleuchter, so einen kleinen. Kann der da oben hin? Nee, der kann nur hier hin. Aber da hängt der ja voll in unserer Fresse drin. Das ist nicht cool. Was haben wir denn noch? Alter, der ist ja mal lässig. Vielleicht so vor die Hütte noch ein Knochenstuhl, damit die genau wissen, was abgeht, weißt du? Damit die direkt aber, Bescheid wissen. Vergiften wir jetzt unseren Brunnen? Oh, jetzt esse ich noch einen rohen Fisch. Warum? Ich muss das mit diesem E gedrückt und so, das muss ich noch. Das ist das Chaos hier bei mir. Oh, da kann ich aber auch mitbauen. Ah, hat er schon. Das ist edel, oder? Oh, das ist mich lässig drauf. Und? Richtig edles Stühlchen. Junge. Schon geil, ne?
Oh, da brauche ich aber auch einen. Dann können wir uns hier nebeneinander setzen, dann rauchen wir Pfeife und so. Aber in der Mitte sollten wir irgendeinen Tisch oder sowas platzieren. In der Mitte dann irgendwie gibt's so den... Gibt es auch Knochentisch? Einen Fliesentisch irgendwie in der Mitte. Damit wir halt vielleicht ein bisschen Zigaretten stopfen können. Aber wovor hat die denn Angst? Die zittert total. Klar, die hat Angst. Oh, machen wir hier so einen Tisch dazwischen? Die ist scheu. Ich frage mich gerade, wie man mit einem dritten Bein so, wie koordiniert man das? Also läuft man immer mit 2-1 oder? Wenn du mit einer Waffe auf sie zurennst, ist es eh für sie schon mal sehr fragwürdig. Guck mal, jetzt hier, jetzt macht sie gerade Yoga. Jetzt dehnt sie gerade. Siehst du, das ist auch so eine Ballerina. Ja, wir guck, gewöhnen ich näher sie mich dran. Hier. Alles gut, hey, hey, hey. Der Kreis hat ja was Böses getan. Gib mir ein paar Beeren. Geh nicht weg. So. Beeren. Leider ja. In die Hand nehmen. Ich habe eine Hand. Vielleicht will sie eine Hand haben. Bett, Stuhl, Möbel. Ich wäre eigentlich bereit für so einen kleinen Ausflug. Ja, ich auch gleich. Dass wir irgendwie mal vielleicht in so eine Höhle gehen, ne? Ja, ich wollte nur mal eben hier den... Wie kann ich Sachen hinwerfen? G. E drücken, E. B. G. Aua. Alter, ich hab die auf dich drauf geworfen. Guck dir das an. Stamm. Aua, ey, Vorsicht. Wie? Auf E? G. Ach, G. Ah. G wie geil. Weiwei sitzt am Strand und lutscht ein bisschen Fisch. Und beobachtet die schwimmenden Leichen. Na, Weiwei, denkst du über die Welt nach? Ist irgendwie traurig, wie er da sitzt. Er überdenkt sein Leben. Aber ich habe keine Knochen mehr. Ich habe noch welche, warte. Bams. Oh. Oh, da sitzen sie jetzt und philosophieren übers Leben. Du, ja, ne? Aber da fehlt irgendwie auch was auf dem Tisch. Oh, Weiwei, wir haben keinen Stuhl für dich. Tut mir leid. Ey, es tut mir echt leid. Ey, Alter, Weiwei. Guck mal, wie... Hey, Weiwei, Junge, beruhig dich, Alter. Mama, hier, wenn sich ich jetzt mit einem kleinen Finger im Ohr pult. Das ist so ein Move. Das ist so ein Dad-Move. Das ist ein richtiger Dad-Move, oder nicht? Schon irgendwie. Kleine Finger im Ohr jucken. Und dann musst du aber gucken, was dran klebt. Ja. Das ist ganz wichtig. Wenn er sich jetzt ausruht, nimmt er sich den Stuhl? Da hatte letztens einer erklärt, warum... Alter, der gönnt sich deinen Stuhl. Der gönnt sich meinen seiner. Stuhl. Was der ist für markiert. Weiwei, geh weg. Der ist markiert, den kriegst du nicht mehr wieder. Er will Skat spielen. Da hatte ich letztens dieses... Warum fühlt sich Geschlechtsverkehr für Frauen besser an als für Männer? Und dann hat er das erklärt, indem er gesagt hat, jeder kennt das, wenn es so in deinem Ohr juckt und du dann mit deinem Finger so im Ohr rumpopelst, um dann zu kratzen. Und dann hat er gesagt, und wenn du das gemacht hast, danach, was fühlt sich dann besser an, das Ohr oder der Finger? Okay, gehen wir in die Höhle. Ja, ich esse aber hier noch eine Beere. Aber warum kann man nur noch eine Beere snacken? Kann auch mehrere Beeren snacken? Man kann immer nur einen snacken, nee. Aber du kannst auch an einem Busch direkt eine Beere vom Busch snacken, ne? Ja, aber ich will halt auch ein bisschen Rucksackbeere. Okay, ja, also. Musst du Fisch und sowas dir halt mitnehmen. Wir machen jetzt erstmal hier die Reise in eine Höhle, oder nicht? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Höhle. Wow! Was war das? Die hat gebellt oder so. Alter, Crazy Mike und seine Boys. Das sind hier die von Endor oder was hier? Die, Wookie, Alter. Wir machen Wookie-Kampfschrei. Das ist doch ein Menschenfresser. Oder die fressen auch Menschen, oder nicht? Ja, die sind Menschenfresser. Die sind richtig durch, Wookies. Die sehen so knuddelig aus, ne? Aber sind echte Psychopathen. Mit denen willst du dich nicht anlegen. Ich hol mal meine Fackel raus. Nee, nicht Talkie-Walkie. Jetzt höre ich dich doppelt. Wieso hast du mich... Weil du eben getalkie-walked hast. Aber jetzt nicht mehr, oder? Jetzt nicht mehr, nee. Boah, es ist aber auch richtig dark, ne? Will ich die Taschenlampe rausholen? Ich hab Taschenlampe raus. Aber die kostet halt auch Batterien, ne? Muss man Batterien finden oder kann man die solarmäßig... Die muss man finden. Nee, die muss man meine finden. Hat nur noch 2 Striche, meine Batterie-Dings. Ich hab jetzt beides. Ich hab so eine Fackel-Taschenlampen-Kombi. Fackeltasche? Eine Fackeltasche. Ich hab eine Brenntasche. Ich hab eine alte Fackel, eine Brenntasche. Fass mal rein, dann weißt du, wie heiß es da ist. Das ist aber noch Hot Pocket, ja.
heißer Feuer. Boah, Alter, das ist immer noch drin, dieser Fledermaus-Joke, ne? Ah, der Fledermaus-Joke. Aber ich war jetzt vorbereitet, weil er bei dir früher kam. Was ist das da unten? Licht. Teppich. Was ist das? Eine Luke. Food and Dining. Und ab durch die Luke. Alter, wir können da rein. Ich will auch da rein. Boah. Was geht hier ab? Alter, Food and Dining. Was ist das? Speckstückchen. Ich habe Speckstückchen eingesammelt. Oh, Ramen-Nudeln. Echte Ramen? Echte Ramen-Nudeln. Wir müssen uns nicht mehr wie Vollidioten ernähren. Ja. Knusper-Müsli. Oh, Pfeil und eine E-Mail. Ja, lies mal vor. Ich dachte, du fandest das interessant. Ist halt auf Englisch, ne? Ich dachte, das könnte dich interessieren. Wir nennen es Artefakt 1. Eventuell hängt es mit dem Würfel zusammen, den ihr Jungs gefunden habt. Und dann mit Strich HL. Keine Ahnung, was das heißt. Hans Lander. Hans Lander, klar. Hast du auch den Typ mit den Pfeilen gefunden? Nee, wir brauchen eine E-Card. Elektronische Karte brauchen wir hier drüben. Ah ja, doch hier. Bolzen. Hä? Ich check das immer nicht. Wie stecke ich die kacke E-Mail denn jetzt weg? Geh. Okay, okay. Alter, was ist das denn hier? Guck mal, das ist doch irgend so ein Schmodder. Das ist doch kein Stein. Das ist irgend so ein Jizz. Ja, so Schaum, ne? So Spucke. Sieht aus wie ja, Spucke. Ja, das ist Gischt. Nee, das sieht aus wie das, was ich morgens immer was erbreche. Ist das, hier? Und das ist Gas? Macht das High? Oh. Nö. Das ist das, wenn du morgens aufstehst, ne? Ja, ja, und dann, wenn ich muss ja dann immer speien. Ach, guck mal, man kann die aber schubsen hier. Ja, klar. Ja. Ach, guck mal. Geht's da durch? Nee, hier. Ach, so ein Saugrobot. Ja, nice. Hier, nee, wie heißt der? Nono. Nono. Steakstückchen. Ja, ich habe auch sowas gefunden. Speck, Steak. Die feinsten Sachen. Ja, guck, hier ist auch irgendwie so in der Ecke so ein Überzug. So irgendwie ganz ekelhaftes Zeug. Hier steht, man soll die Kühlschranktür nicht offen lassen. Tja. Ja, die machen da jetzt eine... Was ist denn das eben gerade gewesen? Ich bin irgendwie so geslidet. Ja, die machen hier Dry Age. So, dann gehen wir mal hier raus. Oh, dann gehen wir mal wieder raus. Gammelbunker jetzt, hier. Er hat hier unten heimlich gesoffen und jetzt kann er wieder gehen. Weißt du, hat er musste, seinen klar, Rausch. Du weißt, wie das ist? Nein, ich musste mehr Wodka trinken. Muss jetzt ey, warum trigger ich dauernd Fledermäuse? Das ist echt anstrengend. Weil du vorrennst. Vorrennen. Ich gehe gemütlich geradeaus. Ja, ich bleib hinter dir. Du hast die Fackel, ich hab die Axt. Aber es ist auch wieder so eine ganz kleine Höhle gewesen, ne? Ja, ja. Auch so eine Hightech-Höhle. Gibt's ja eigentlich, also so ein Kistensystem gibt's hier nicht, ne? Dass wir jetzt eine Kiste bauen können? Nee. Das, du hast dieses epische, super üppige Inventar und mehr ist nicht drin. Und wenn das aus allen Nähten quillt, dann ist voll, so auf die Art. Oh, ist das hell hier. Oh Gott. So. Ja, jetzt waren wir hier. Dann geht's zum Strand. In die Richtung geht's zum Strand. Wir müssen eigentlich schon wieder fast schlafen. Wir haben jetzt aber erst 15 Uhr. Und wenn wir jetzt schlafen gehen, dann quengeln wir, weißt du? Ja. Hier kann man noch ein Seil machen. Hier wäre noch ein Ausrufezeichen. Lass mal da noch hin joggen. Gab's nicht irgendwie auch eine Möglichkeit, Seile selber zu machen? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Du hast doch Seile. Für was brauchst du ein Seil? Die haben wir schon für all irgendwas habe ich die schon gebraucht. Dann müssen wir neue einsammeln. Dann müssen wir einfach durchs Dorf joggen und irgendwann. Für einen Bogen. Ich würde gerne einen Bogen bauen. Uah! Ey, die wie meine Nachbarin so ungefähr, weißt du? Wenn echt? Du so deine Nachbarin klingt genau so, wenn sie dich sieht, ne? Ja, nee, wenn du so morgens machst das Auto an, weißt du, wenn du zur Arbeit willst. Uah! Beschwert die sich dann über dein lautes Auto? Ja, klar, die will ja ihre Arbeitslosigkeit genießen. Das kann ich verstehen. Das würde mich auch nerven am Mittwochmorgen oder so, wenn andere zur Arbeit fahren, dann. Also hier lang. Gerade erst ins Bett bin nach 2 Goldkrone. Oder wie heißt das?
Eine Goldkrone, war das ein Schnaps oder ein Bier? Frauengold, nach zwei Frauengold. Schön hier Birne, Pfeffi und Zimt, oder? Ey, da drüben ist irgendwie so ein Schlägerdude. Alter, das ist ein richtiger Guaul, guck dir den mal an. Der hat richtig was. Der hat richtig was an Muskeln drauf, sag ich dir. Also ich glaub, der wickelt dich. Marlboro ist gerade durch, deswegen war das. Das ist das Geräusch, wenn man am Filter angekommen ist. Ja, ja. Oder wenn man den Filter zuerst anzündet. Richtig harten. Das nennt man Reverse Smoking, ne? Ja, ja. Alter, der hat eben gerade voll die Jungle Roll gemacht. Judo-Rolle, Alter. Er zeigt seine Kung-Fu-Styles. Okay, wir müssen hier lang. Und hier gibt's noch irgendwas zu holen. Irgendwas Magisches. Die magische Fleischflöte. Den Legenden nach wurde die Fleischflöte 1743 an 72. einem schwülen Dienstag genau hier vergraben. In Norddeutschland. Guck mal hier. Da piept's. Was ist das? Ein Grab. Hier ist ein Grab. Ajo. Kann man da irgendwas machen? Weiß nicht, ich hab den Lappen mitgenommen. Kann man das ausheben? Es gibt doch keine Schaufel, oder? Es gibt eine Schaufel, doch. Gab's doch auch schon im ersten. Echt jetzt? Ja. Du weißt, mein Gehirn und so. Na gut, jetzt hab ich halt den Lappen, aber... Aber hier piept's, hier muss es irgendwas geben. Drück mal M, dann hast du deinen Pieper. Alter, das zieht ein Gewitter auf. Boah, das ist gar nicht gut. Wir haben den Mann im Grab. Haben wir den verärgert? Das Problem ist, an Regen und Gewitter, das spült den Schlamm von den Brüsten der Ureinwohnerinnen runter. Das ist nicht gut für uns. Oh nein, das ist echt gar nicht gut. Und bei der Dreibeinigen wird das Top durchsichtig. Oh, echt jetzt? Ja, dann, wirklich. Ja, dann lass mal wir können ja die Folge beenden und mal zurück ins Lager gehen. Ein Freund von mir hat gesagt, er würde es gern mal sehen. Ein Freund von mir wollte das sehen. Die hat auch drei Nippel, ne? Nur damit du es weißt. Echt jetzt? Nein, nein, nein. Die Brüste sind gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschö.